So, ihr Lieben, bei allem Protest gegen die Ungerechtigkeiten in dieser Welt und gegen sinnlose Kriege, und jeder Krieg ist sinnlos, weil alle Konflikte von intelligenten Menschen mit Worten, mit Verstand gelöst werden können. Bei all diesem Protest dürfen wir nicht die Menschen vergessen, die auch handeln, die etwas tun. Und so haben wir jetzt einen, ich will es wirklich mal so sagen, einen Helden hier, und zwar den Jan Gulbinat. Er war in der Ukraine, um dort eine Hilfslieferung, die von der Friedensmahnwache in München organisiert wurde, dorthin zu transportieren. Und was er dort alles erlebt hat, das möchte er uns jetzt schildern. Bitte, Jan Gulbinat. Ja, hallo, ich bin gestern 15 Uhr wiedergekommen von meinem 16-Tage-Trip. Alles wollte ich euch auch nicht von erzählen. Das waren die letzten drei Tage, die ich halt auch in der Donbass war, mir das da angucken konnte, was da los ist, wie die Leute dort leben. In Donetsk geht das Leben eigentlich ziemlich normal weiter. Ich war auch nicht im Westen der Donetsk, aber im Zentrum, im Osten, im Norden. Die Busse fahren, die Leute machen die Straße sauber. Es gibt wenig, aber es gibt was zu essen. Aber als wir die Tage später nach Debastopol gefahren sind, habe ich gesehen, was der Krieg dort angerichtet hat. Dort gibt es nichts in den Geschäften. Die Dächer sind alle entdeckt, aber haben kein Dach mehr. Die Fenster sind alle kaputt. Die Leute wissen nicht, wie sie halt ihr Essen für den nächsten Tag irgendwie realisieren sollen, wo sie es kaufen sollen. Und da haben die Freiheitskämpfer halt extra Punkte eingerichtet, Hilfsstellen, wo halt die Leute mit Essensmarken hingehen können, damit das alles ordentlich organisiert, verteilt wird. Und als wir dort ankamen, in dieser Hilfsorganisation, fand ich es auch schön, oder ich weiß es nicht, es waren junge Menschen da, 14, 18, 16, 15 Jahre alt, und die haben dort geholfen, haben die LKWs entladen, die Hilfsgüter, haben das mit verteilt und waren sehr engagiert. Sie hatten auch nichts anderes zu tun, weil die Schulen, eigentlich jede Schule, die ich gesehen habe, war zerbombt. Die Krankenhäuser, alles war kaputt dort. In dem Krankenhaus, wo wir auch Hilfslieferungen angeliefert haben, da war auch kein Kranker mehr. Die wurden halt alle in die Stadt gebracht. Sie wollen die Krankenhäuser jetzt wieder aufbauen. Und es war schön zu sehen, wie dort halt wieder versucht wird, das normale Leben zu organisieren. Was ich aber auf dem Rückweg auch gesehen habe und leider feststellen musste, wir hören alle in den, nicht nur in den Nachrichten, auch im Internet, dass halt extrem Waffen geliefert werden, dass die Amerikaner dort Soldaten hinschicken, dass Panzer nach Lettland gebracht werden. Und ich kann nur berichten, die Gegenseite lässt das nicht unbeantwortet. Als ich über die Grenze gefahren bin, hat unser Bus sehr viele Schwertransporter überholt, die alle leer waren. Und ich denke mal auch, sie haben da Panzer hingestellt, Russland bereitet sich auch vor. Es wird da bald wieder richtig knallen, und die Leute dort vor Ort brauchen wirklich jede Hilfe. Wenn ihr irgendwo eine Organisation seht, die für Spenden aufruft, spendet ihnen 5 Euro, 10 Euro, was ihr könnt. Die Leute brauchen es dann wirklich. Wir sind dann noch weiter durch das Gebiet gefahren, durch eine kleine Ortschaft, haben dort einen Panzer gesehen, total zerschossen. Wir haben angehalten, Bilder gemacht, haben uns das angeguckt, auf den Panzer raufgeklettert. Ich habe mich immer gefragt, was hat diesen riesen Panzer, der größer als ein Leopard 2 Panzer war, zerstört. Die Zerstörung war wirklich sehr extrem. Wir waren mit einem russischen Journalisten unterwegs, und der kam dann an mit einem Geschoss, hielt es mir unter die Nase, hier, das ist das Geschoss. Ich dachte mir, das ist ein sehr kleines Geschoss, und dann sagte er nur, es ist ein Urangeschoss. In dem Moment habe ich gesagt, wir müssen hier sofort weg. Aber wir konnten weg, wir konnten flüchten aus dieser gefährlichen Situation, aber die Leute, das war mitten in einer Ortschaft, wo halt mit Uran geschossen, dieser Panzer zerschossen wurde, das heißt, dieses Gebiet ist dort alles verstrahlt. Und wir brauchen auch nicht denken, weil das sind 2500 Kilometer Luftlinie, das hat mit uns nichts zu tun. Es wurden auch in London mal Messungen gemacht an einem Atomkraftwerk, da wurde Strahlung gemessen, und man kann, da wurde Strahlung festgestellt, schwache Strahlung, man hat festgestellt, das kommt von der Uranmunition, die in Afghanistan zerschossen wurde, und die ist durch die Atmosphäre bis nach London gekommen. Und wir brauchen halt uns auch nicht vorstellen, nur weil wir auch nicht im Irakkrieg waren, das fliegt halt über uns rüber und landet halt nur in England. Auch hier ist diese Uranmunition präsent. Auch wir atmen die Scheiße ein. Zwar nicht so schlimm wie die Leute dort vor Ort, aber das ist halt ein Genozid, der von der NATO und von allen Armeen eigentlich an der gesamten Weltbevölkerung gemacht wird.
Und dafür müssen wir aufstehen, dass solche Waffen, es sind atomare Waffen, sie werden nicht als Atomarwaffen bezeichnet, weil sie ja keine atomare Sprengkraft haben, aber sie verstrahlen die Gegend, sie verstrahlen das Wasser, sie verstrahlen den Boden, wo die Leute ihre Nahrungsmittel anbauen. Und ich wollte auch mal erzählen über die Soldaten, die da kämpfen. Das sind, ich habe sie halt viele kennengelernt, viele junge Männer sind dorthin. Das sind viele 21, 22, aber auch viele ältere, das waren halt die Höheren, die Offiziere und die Feldwebel und die Unteroffiziere. Das waren ältere, aber überwiegend waren es nur junge Leute. Und ich habe einen sehr gut kennengelernt und er hatte mir von ein paar Einsätzen erzählt. Er war nur Funker, hatte immer sein Funkgerät auf und er hat halt auch sein PTBS, sein posttraumatisches Störungs-, nee, seine posttraumatische, genau. Und er hat zum Beispiel, ich habe ihn gefragt, ob er Albträume hat, hat er gesagt, nein, ich hatte einmal einen Albtraum gehabt, aber hier, sonst habe ich nichts. Und halt gesagt, habe ich zu ihm gesagt, wenn du erstmal in Ruhe kommst, wenn du erstmal zu Hause im Frieden bist, dann wird das alles hochkommen. Er war natürlich nicht erfreut von mir zu hören, aber seine Störung, die er dort schon hat, ist, er muss immer Kopfhörer tragen. Er hatte durch sein Funkgerät, hat er dicke Mickey-Maus-Kopfhörer auf und das war ein altes russisches Funkgerät, was immer am Rauschen war. Und er sagte mir, wenn er nicht seine Kopfhörer von seinem Handy drin hat, hört er immer dieses Rauschen, was er im Einsatz hatte. Und dieser junge Mann, 21 Jahre war er alt, hatte mit Stolz seine zwei Orden, die er für die Einsätze gekriegt hat, getragen. Und ich kann sagen, er ist kaputt. Mit seinen 21 Jahren und seinen Kampferfahrungen ist dieser arme Mann schon psychisch kaputt. Und das muss man halt auch bedenken. Nicht nur halt die Zivilbevölkerung vor Ort, sondern halt alle Soldaten, die dort sind, im Einsatz kämpfen müssen, die kommen alle kaputt nach Hause. Und das ist halt nochmal eine weitere Gefahr, in die wir uns da begeben. In den USA ist es so, die Soldaten, die aus Afghanistan kommen, die werden ja extra sogar noch in den Homeland Security genommen, weil das sind ja richtig harte Junge, die ja richtig viel Scheiß gemacht haben. Und Krieg ist scheiße und wir sollten alles dafür tun, damit wir nirgendwo Krieg haben. Immer, immer und überall sollten wir auf die Straße gehen, egal wo. Alleine durch die Uranmunition sind wir immer gefährdet. Und gerade wenn es die NATO, in NATO-Einsätzen geht, wir haben Rammstein, wir haben den größten NATO-Stützpunkt außerhalb der USA, haben wir hier in Deutschland. Hier werden Drohnenkriege, jetzt offiziell habe ich auch gehört, es werden Drohnen, Überwachungsdrohnen auch in die Westukraine geliefert. Und ich habe Angst oder ich habe jeden Soldaten, den ich da gesprochen habe, von dem ich mich verabschiedet habe, habe ich immer gesagt, stay alive, bleib am Leben. Ich kann leider kein Russisch, das war mein größtes Problem, aber auch dieser 21-Jährige, das war ein Deutsch-Russe, mit dem konnte ich mich auf Deutsch unterhalten. Und das sind keine Söldner, das sind wirklich Leute, die kämpfen da aus Überzeugung. Die kommen da hin, weil sie haben das gesehen, die Faschisten, sie wollten dagegen kämpfen. Und sie kriegen keinen Sold dafür. Sie kriegen Nahrung, sie kriegen Bett und das war's. Mehr ist es nicht. Und da ist niemand, der. Ich habe auch keine russischen Soldaten in der Ukraine gesehen. Das sind Leute, die sind da hingekommen aus der Westukraine, aus der Ostukraine, aus der Krim, aus Deutschland, aus Italien, aus Griechenland, um dort gegen die Faschisten zu kämpfen. Und die kämpfen wegen Überzeugung. Und nicht, weil der Russe irgendwie sich was einverleiben will. Das sind Menschen, die kämpfen aus Überzeugung und wollen nicht vom Faschismus regiert werden und wollen gegen den Faschismus kämpfen. Und das ist eigentlich so, was ich sagen kann. Meine Erlebnisse, ich bin auch total übermüdet, ich habe sehr wenig geschlafen. Ich habe sehr viel erlebt, so man könnte dann einen ganzen Kinofilm von drehen in diesen wenigen Tagen, wo ich da war. Die Tiere, die dort sind, leiden genauso. Ich bin sehr empathisch für Tiere und habe auch mir die Hunde immer geholt und gestreichelt. Selbst Hunde haben Schussverletzungen und sind traumatisiert, haben Angst und die Menschen dort vor Ort, denen geht es nicht viel besser. Und egal, geht immer auf die Straße, sobald wir für Frieden sind. Wir sind gegen Faschismus, darum trage ich hier dieses georgische Band, das habe ich dort geschenkt bekommen. Es steht für den Kampf gegen den Faschismus von Katharina die Große, wurde es damals eingeführt. Ich kenne nicht die gesamte Geschichte, aber ich trage es mit Stolz. Ich bin ein Antifaschist und ich wurde selber von den Antifaschisten hier in Deutschland gesucht, weil ich ein angeblicher Nazi bin, aber ich bin ganz weit davon weg, ein Nazi zu sein. Jeder Mensch ist mein Freund. Ich sage immer, Liebe und Mitgefühl ist das Wichtigste auf dieser Welt. Herzlichen Dank.
herzlichen Dank, Jan. Das ist wunderbar, so direkte Impressionen zu bekommen, denn wir wissen alle, wir können unseren Medien nicht vertrauen. Und was du uns hier erzählst, ist einfach Gold wert, sowas zu erfahren.